Hey Freunde, hier ist wieder euer Thema und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge bin ich fast durchgedreht, weil ich wieder das Ding hier nicht gefunden habe und dies und eins und jenes. Und ja, wir haben es geschafft, das Rätsel zu lösen und gehen jetzt hier in die Mitte von diesem komischen Dreieck-Gedöns und schauen mal, was uns hier noch so erwartet. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden BOTW, TOTK vor BOTW durchgespielt haben. Außer ich ziehe jetzt noch hier in der Woche des BOTW noch durch. Ich glaube, ich ziehe BOTW diese Woche noch durch. Oh. Stell das wieder mal hier. Link! Hast du gesehen, Link? Da ist Zelda. Ja, ich bin nicht blind, Mann. Ah, sie ist wieder weg, okay. Hm, jetzt ist sie nicht mehr da. Dann schauen wir mal, schauen wir mal. Wo ist Zelda? Weiß ich doch nicht, Mann. Ich wollte mit ihr reden. Ich habe das Licht der roten Säulen gesehen und bin sofort hergekommen. Was für rote Säulen? Wir haben jetzt schon zweimal vermeintlich Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Oh. Du hast das Rätsel des Wandbilds gelöst und die Säulen aktiviert. Wirklich beeindruckend, Link. Auf dem Waldbild war von einem Stein der Blitze zu lesen. Hä? Sollen wir mal versuchen, einen Blitzschlag auf den Stein loszulassen? Machen wir doch. Nein, ich will nicht auf sie schießen, Link. Oh, oh, was kommt denn da hin? Okay, ey, was zur Hölle? Ein Riesentempel einfach. Und Gyptos. Na, nicht schon wieder Gyptos. Warum? Warum schon wieder Gyptos? Richus macht über die Blitze. Sobald Richu ihre Aura entfaltet, kannst du sie auf dein Signal hin einen Blitzangriff durchführen lassen. Ah, okay, ich muss sie jetzt auch wieder ansprechen. Damit sie da diesen Blitzschlag ausführt. Kommt sie? Ah, sie kommt, ja. Sowieso auch noch. Wir gehen gerade mit der Aura mit. Ja, okay. Es kommt natürlich noch zuerst gerade ein Ding. Eine Cutscene. Wir sollten jetzt gleich angreifen. Oder? Ah. Man muss zuerst den Kern zerstören. Was bist denn du? Oh Gott. Eine Gyptokönigin, okay. Ist dieses Vieh hässlich. Das ist die Anführerin der Gyptos. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Gyptos? Sie ist geschwächt. Jetzt sollten deine Angriffe wirken.
Okay, ich bin wieder mal One-Hit. Oder ich hatte zu wenig Leben, eins von beiden. Auf jeden Fall, ich bin wieder tot. Meine Güte, ich muss gerade wirklich gestehen. Mittlerweile hängen wir die Zelda Games ein bisschen zum Hals heraus. Ich breche in der Aura. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Gyptos? Sie ist geschwächt. Jetzt sollten deine Angriffe wirken. Ich will noch kurz was essen. Zeit. Dieser Sand. Man sieht fast nichts mehr. Ja, okay, okay. Wir müssen Fernkampf gehen. Wir müssen Fernkampf gehen. Das kannst du nicht machen. Wir müssen Fernkampf gehen. Ich höre von dem Mistding gewonnen. Wir müssen Fernkampf gehen. Mit Bombenblumen drauf, Fetzen und allem. Wir haben hier genug Ding. So gesehen. Ja, komm nur her, komm nur her. Sie ist weiß geworden. Wir fangen direkt mit der Bombenblume an. Boom. Jetzt was nehmen wir noch? Wir nehmen noch ein bisschen Schleim. Dieser Sand. Was nehmen wir noch? Haben wir irgendetwas Power? Etwas, das. Man sieht fast nichts mehr. Feuer! Kann ich wieder einen Blitzangriff haben? Versammelt euch! Als ob der Blitzschlag nicht getroffen hat. Ich bräuchte wieder einen Blitzschlag. Okay, okay, was haben wir noch? Das Ding. Die mit dem Dreckswirbelsturm, die nervt. Was haben wir noch? Schleimschelle, weißes Schelle. Ich soll vielleicht mal was essen. Sie hat ein bisschen Probleme mit Wirbelstürmen. Wie ich sehe. Pass auf, mit einem Bogen. Was? Oh, ich habe sie verfehlt. Was? Als ob das nicht gezählt hat. Ich hasse dieses Mistvieh. Komm her! Solltest du dich nicht langsam. Okay, sie one-hitted mich einfach gefühlt. Mal heilen. Immer schön von. Ich hasse diese blöden Wirbelstürme, Mann! Ich verliere blöderweise noch konstant Leben!
Oh mein Gott, wir sehen uns gleich wieder. Was passiert denn jetzt? Hä? Ich check jetzt gar nichts mehr. Warum ist sie denn jetzt schon... Sie ist in Richtung der Spitze geflogen. Um ihr zu folgen, müssen wir im Gebäude einen Weg nach oben finden. Warum klettert man nicht einfach außenrum hoch? Link, lass uns herausfinden, wie wir hineinkommen. Digga, warum kletterst du nicht literally einfach außenrum? Ey, mein Gott, dieser Bosskampf hat mich jetzt schon wieder Nerven gekostet. Mach das weg. Und man könnte eigentlich literally... Hier hoch einfach. Warum will das Spiel, dass du innen rum gehst, wenn du einfach außen hochklettern kannst? Ich hätte auf jeden Fall gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von... Nein. Es ist noch viel zu früh. Ich habe jetzt extrem viel rausgecuttet, merke ich gerade. Ich habe jetzt, es sind ja noch nicht mal 20 Minuten Aufnahme. Ich habe ja extrem viel rausgecuttet schon. Weil ich zu unskilled bin und nicht mit dem Waffensystem klarkomme von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und BOTW. Und das nervt extrem. Und mal schauen. Weil ich bin jetzt gerade während dem Aufnehmen, ich habe es, glaube ich, ich habe es rausgecuttet. Ich bin, glaube ich, zwei, dreimal richtig ausgerastet. Wegen dem Bosskampf. Weil ich ihn einfach nicht schaffe, aber ja. Hä? Warum sagt man, wir müssen innen an der Pyramide durch, für an die Spitze zu kommen, wenn man literally einfach hochklettern kann? Man kann literally einfach auf die Spitze klettern. Man kann literally hier hochklettern. Einfach so. Es ist gar kein Problem. Aber das Spiel einfach so. Nö. Oder funktioniert jetzt das? Funktioniert natürlich nicht. Wie schon erwartet, es funktioniert nicht. Spiegel. Okay. Weiß nicht, was wir Spiegel bringen, aber ja. Ja gut. Es wäre so einfach. Es wäre wirklich einfach zu einfach. Wäre wirklich zu einfach. Aber nein. Man muss innen durch. Man könnte einfach literally hier schon einen Fight machen. Ich wäre schon hier auf dem Dach. Seht euch das an. Als Rätsel, mich mal ein Blitzschlag traf, verschiedenen Tempel. Vielleicht befindet sich der Ursprung der Stimme. Dieses Innere des Tempels näher ansehen. Mann, ich verreck schon wieder an dieser beschissenen Hitze. Ach. Sorry. Aber ich habe wirklich mittlerweile, ich habe zu viel Tears of the Kingdom und BOTW gespielt. Ich habe zu viel The Legend of Zelda gespielt. Darum will ich so schnell wie möglich eigentlich Breath of the Wild zu Ende spielen, weil, oh mein Gott, mittlerweile ist es zu viel The Legend of Zelda. Und wirklich zu viel. Und wo ist sie jetzt? Sie ist... Ah, hier drüben. So, jetzt müssen wir nochmal kurz drauf warten.
Ja, man könnte halt einfach wirklich literally einfach auf die Pyramide hochklettern. Aber nein, man muss innen lang. Dort, was gefährlich ist, anstatt außen hochzuklettern. Ich frage mich manchmal wirklich schon, was mit diesem Spiel manchmal falsch läuft. Warum habe ich hier so ein Fächer? Aha. Hm. Was lassen wir hier? Wir lassen, glaube ich, die Axt hier, oder? Ja, wir lassen die Axt hier. Und nehmen diesen krüppligen Krogbäger mit. Ich muss jetzt einfach die ganzen Rätsel lösen, für oben auf die Pyramide hochzukommen, wenn ich einfach hochklettern könnte. Ach du meine Güte. Wir fahren hier einfach runter. So. Zu dunkel ist es eh nicht. Ich sehe hier genug. Einfach geelektroschockt. Nochmals Topaz. Ich habe einen Zauberstab, Gottverdammt. Oh, man kann Grab schänden. Beruto Zweihänder, die Waffentasche ist voll. Was brauche ich nicht? Gut, ich brauche eigentlich alles. Bringt mir nichts, den mitzunehmen. Dann hier wieder unten durchgesneakt. Und dann hier rein. Nein, nein, mich kriegst du nicht. Verreckt einfach, ihr dreckigen Viecher. Man hat's fair. Und hier die Druckplatte. Sehr gut, die Tür ist offen. Hast du das Feuer gelöscht? Jetzt kann ich weiter. Jetzt auch noch Feuerkugeln? Oh. Da komme ich. Da kommst du nicht durch. Da sage ich nur eins. Skill issue. Erstmal nicht weiter. Okay. Das hat schon mal nicht geklappt. Ich brauche, glaube ich, hier die Zeitumkehr. Oh, wo muss ich denn da jetzt schon wieder anfangen? Bitte nicht schon wieder von vorne. Ah, von hier, okay. Das geht eigentlich. Jetzt auch noch Feuerkugeln? Da komme ich erst mal nicht weiter. So, schön zurück mit dir, du dreckige Kugel. Nein! Ah! Warum droppen wir jetzt hier so viele Kugeln rein? Okay, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Plötzlich droppen einfach tonnenweise Kugeln. Gut, ich bin gleich bei dir, Link. Und Zucker gibt da. Ach, gibt da Knochen, die bringen mir nichts. Eine Fackel kann ich nicht verwenden. Dann ist schon wieder ein Grab. Hier ist ein Kern. Was ist hier drin? Oh, ein Bogen. Bogentasche voll. Ja, okay. Wir werfen den hier weg. Nach Stärke. Der hier ist der Schwächste. Auf dem Boden.
den Gerudo-Bogen mitgenommen. Du kannst gerade schön deinem Grab stehen bleiben, danke. Drexy. So, die Kelle und das Herz mitgenommen. Und das Ding und dann weiter. Dann hier wieder die Treppe hoch. Was macht hier so ein Ding? Oh, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass so ein Angriff kommt. Meine Waffe ist kaputt. Nee, ich will nicht die. Eimerkopf. Starkes Sonanium-Schwert. Oh! Aus Sonanium gefertigtes robustes Schwert der Sonau. Bei der Synthese mit Sonau-Bauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft mehr als üblich. Gamma Elektrokonstrukthorn. Ein klimmenförmiges scharfes Horn mit komplexer geformter Spitze, was wie Dekoration wirkt. An Waffen erhöht es deren Angriffskraft erheblich. Ich bräuchte aber irgendwie so eine Art Elektroklinge. Und was soll ich mit diesem Spiegel? Oh no, warum? Ich sollte mal vielleicht was essen. Sonst gehe ich drauf. Geh drauf. Flammenschild. Was habe ich noch für Dings? Gut, ich habe nur das Flammenzeugs im Moment. Da hoch müssen wir dann stellen. So. Das Tor öffnet sich jetzt auch. Das hier wieder weg. Na, hätte ich gesagt. Die Nervenaufreibung gehen in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom weiter. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal.